Kürzlich war ich wieder mit ein paar Geschäftsfreunden auf einem Flugplatz. Wir durften alle selbst auch fliegend ein paar Runden drehen. Und das, was mir dabei aufgefallen ist, dass wir sehr, sehr viel vom Piloten lernen können für unsere Selbstständigkeit, für die Gründung. Und deshalb gibt es die sogenannte Pilotenregel. Und ich werde dir heute zeigen, was diese Regel angewendet auf dein Business bedeuten kann. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir begleiten bundesweit mehrere hundert Unternehmen pro Jahr, von der Gründung bis zum Unternehmensverkauf. Und häufig ist es auch so, dass Unternehmen zu uns kommen, die in Krisen stecken. Und viele Krisen sind teilweise selbst gemacht oder beziehungsweise die Vorbereitung dafür fehlt, in diesen Krisen sinnvoll zu handeln. Und das weiß ein Pilot, wie er dann vorgeht. Und zwar bereitet er sich schon vorher, bevor er überhaupt startet, vor, wenn er in der Luft ist, wie er in diesen Krisensituationen reagieren kann oder diese vorbeugen kann. Was sagt nun die sogenannte Pilotenregel aus? Sie sagt aus, dass alles, was schiefgehen kann, auch schiefgehen wird. Früher oder später. Wie sieht daher der Alltag eines Piloten aus, der weiß, eines Tages geht alles schief? Er bereitet sich systematisch vor und hier kommt eine Besonderheit. Er bereitet sich nämlich schriftlich vor. Er hat für alles und jeden Checklisten. Egal, ob er ein Flugzeug übernimmt, egal, ob er in ein Flugzeug einsteigt und alles intern kontrolliert, egal, ob er den Motor schon gestartet hat und dann an die Landebahn, an die Startbahn geht, er kontrolliert alles zu vielen Zeitpunkten immer mit Checklisten, die vorher vorbereitet sind und geht dann schriftlich alles durch. Und das ist das erste Wichtige, was du für deine Selbstständigkeit dir merken kannst. Vielleicht am Anfang bist du gezwungen, weil du Gründungszuschuss oder Geld von der Bank haben willst, Checklisten abzuarbeiten, damit die Unterlagen vollständig sind. Die Erfahrung zeigt aber, dass danach viele Unternehmer und Gründer aufhören, schriftliche Checklisten abzuarbeiten. Meistens deshalb, weil sie gar keine haben. Das Zweite, was du von einem Piloten lernen kannst, ist, dass er redundante Systeme hat. Was bedeutet das? Beispielsweise hat der Pilot nicht nur eine Kraftstoffpumpe, die angetrieben wird über den Motor, sondern er weiß genau, wenn bei der Startphase genau diese Lichtmaschine, diese Kraftstoffpumpe ausfällt, fällt der Motor aus und er stürzt ab. Das ist die gefährlichste Situation beim Fliegen. Deshalb schaltet er zusätzlich immer eine zweite Kraftstoff, vielleicht eine dritte Kraftstoffpumpe noch ein, sodass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass immer genügend Kraftstoff in den Motorraum eingespritzt wird. Was bedeutet das für dich? Wenn du dich selbstständig machst und du hast ein tolles Produkt oder du hast deinen Traumkunden oder deine tolle Webseite, einen tollen Marketingkanal und du verlässt dich 100% drauf, dann bist du 100% aufgeschmissen, wenn genau dieser Kanal, wenn diese Stütze, diese Grundlage wegbricht. Es ist also zwingend erforderlich, dass für alle wesentlichen Merkmale in deinem Unternehmen, für deine Markteintrittsplanung, für deine Kanalplanung, für deine Produkt- und Leistungsplanung, für all das, was wichtig ist, damit du deine Umsätze generierst und Gewinne machst, um davon leben zu können, dass du ein redundantes zweites, vielleicht sogar ein drittes System hast. Um das zu verdeutlichen, habe ich noch ein Beispiel aus einem Unternehmeralltag gemacht, der Eis verkauft hat und er hatte ein Eislager, da lagen 2 Tonnen Eis für mehrere tausend Euro als Ware drin zum Verkauf. Draußen waren es knapp 40 Grad und dann fiel sie aus, die Klimaanlage. Und da keine zweite Klimaanlage als redundantes System vorhanden war, musste der Unternehmer zugucken, wie sein gesamtes Warenlager davonschmolz. Das nächste, was ein Pilot genauso macht, wie du auch es bisher gemacht hast, es wird ein Ziel gesetzt. Also ein klarer Zielhafen wird festgelegt, ein Zielpunkt festgelegt, ein Reiseweg wird definiert. Aber was macht der Pilot noch? Er besorgt sich Informationen, sogenannte Kontextinformationen vom Zielgebiet. Wie ist das Wetter dort? Wie ist die Uhrzeit dort? Wie ist die Windrichtung? Von welcher Seite wird angeflogen? Und er macht nicht nur einen Plan, einen Reiseweg, wie du auch ein Business- und Unternehmensplan hast, sondern er holt sich auch vom gesamten Reiseweg auch die Informationen. Informationen zum Wetter, Informationen vielleicht zum Verkehr, Informationen zu anderen Gefahren, die vielleicht vor Ort sein können. Das Vierte, was ein Pilot macht, dass er vorher sich auch informiert, was es für Ausweich- und Notfalllandeplätze gibt, wenn am Zielhafen das Landen unmöglich ist. Und ist er erstmal in der Luft? Dann sitzt er nicht einfach da und schaltet auf Autopilot oder geht irgendwo spazieren, während der Co-Pilot übernimmt. Nein, er ist ständig in der Beobachtungsphase und guckt, rechts,
Da ist eine Autobahn, da könnte ich im Notfall landen. Oh, da ist ein freies Feld, da könnte ich landen, wenn jetzt die Maschine ausfliegt. Oh, da hinten kommt ja ein Flughafen, da könnte ich vielleicht auch landen, wenn jetzt die Maschine ausfällt. Das heißt, der Pilot ist ständig und wachsam in der Beobachtungsphase und überlegt, wenn jetzt etwas eintritt, was mein Unternehmen, mein Flugzeug gefährdet, dann könnte ich da oder dort einen sicheren Alternativflughafen oder Landeplatz anfliegen. Als fünftes können wir von einem Piloten lernen, dass er sich vorbereitet ist und auch bereit ist, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn also die Sicht schlecht wird oder Instrumente ausfallen, da sagt ihm ein Fluglotse komplett über Funk durch, wie er den Landeanflug durchzuführen hat. Das heißt, er gibt die Führung ab an eine externe Leitung. Und das kannst auch du lernen, dass du vor dir schon Berater und Coaches suchst, Mentoren suchst, die in Krisenfällen, in bestimmten Situationen von Schwierigkeiten an deiner Seite stehen und dir sagen, die nächsten 6 bis 8 Wochen würde ich an deiner Stelle den Prozess so, so und so und so gestalten mit den und den und den Handlungsmaßnahmen. Es gibt noch vieles, was ein Pilot machen kann, um die Unbestimmtheit, also das Unkalkulierbare, in ein kalkulierbares Risiko umzuwandeln. Er kann sich noch einen Fallschirm mitnehmen, er kann sich vielleicht noch einen Co-Piloten mitnehmen, sein Team aufbauen, er kann eine Rakete mit Fallschirm fürs gesamte Flugzeug rausschießen. All das sind Möglichkeiten, die ein Pilot hat, all das sind Möglichkeiten, die auch du als Gründer und Unternehmer hast. Und wenn der Pilot nun fertig ist mit seinen Vorbereitungen, mit seiner Ausbildung, mit seinem Team, mit den Ressourcen, mit den Aufklärern, mit den Informationen, mit den externen Hilfsangeboten, dann weiß er, dass er immer noch ein Risiko hat. Ein Restrisiko, aber es ist nicht unbestimmt unkalkulierbar, sondern kalkulierbar. Er fühlt sich jetzt vorbereitet und jetzt kann er mit dieser Vorbereitung und seinem Mut trotz der Gefahren starten, den Flughafen verlassen, um das Zielgebiet anzusteuern. Wenn du auch genau dabei Unterstützung brauchst, sei es am Anfang durch die Checklisten, durch die Vorbereitung, durch die Auswahl des Flugzeugs, durch die Gestaltung des Flugzeugs, bei der Aufklärung des Zielflughafens, bei der Planerstellung und bei der möglichen Auflistung der Risikoalternativen und Handlungsmaßnahmen. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, richtig anzufliegen oder richtig zu starten durch einen Tower, durch einen Coach und Beratung, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne kannst du aber jetzt auch das Video mit Daumen hoch liken, den Kanal abonnieren und uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Flugreise, dass du die Risiken gut kalkuliert hast, sauber vorbereitet hast, redundante Systeme aufgebaut hast und immer einen Coach, Mentor als Fluglotsen am Telefon, am Kopfhörer hast, damit du in Krisen genau weißt, wo du hinkommst und dass du sicher ankommst. Dein Daniel Schäfer.